Dieter Bohlen, Kehrtwende. Jetzt wird alles anders. Dieter Bohlen ist nicht nur erfolgreicher Pop-Titan, sondern auch sechsfacher Vater. Nun sorgt Sohn Maurice für einen echten Karrierehammer. Dieter Bohlen hat insgesamt 6 Kinder von 3 Frauen. Einer von ihnen ist Maurice Kessen, der aus der Beziehung mit Estefania Heidemanns entstanden ist. Dieter Bohlen war rund 5 Jahre mit der paraguayischen Tänzerin zusammen. 2005 erblickte der kleine Maurice das Licht der Welt. Rund ein Jahr später zerbrach jedoch das Liebesglück seiner Eltern. Inzwischen ist der Bohlen-Sprössling 18 Jahre alt und verfolgt einen ambitionierten Plan für seine Zukunft. Dieter Bohlen, Sohn Maurice will es wissen. Eigentlich wollte Maurice Kessen als YouTube-Star durchstarten. Im jungen Alter von 12 Jahren verpasste er sich den Künstlernamen Kass und präsentierte sein Talent für Comedy auf der Videoplattform. Rund 3 Jahre später versuchte der Spross von Dieter Bohlen sein Glück als Influencer auf der Social-Media-Plattform Instagram zu finden. Rund 12.000 Follower hatte er auf seinem Account und versuchte öffentlich Werbepartner zu akquirieren. Doch damit ist nun Schluss. Denn der Sohn von Dieter Bohlen und Estefania Heidemanns macht jetzt ernst. Seit Juni ist er offizielles Mitglied bei der CDU und engagiert sich für die Politik. Ein überraschender Karrierewechsel. Auf seinem LinkedIn-Profil will Maurice Kessen zeigen, was er drauf hat und schreibt über sich selbst. Ich fühle mich in einem schnelllebigen Umfeld wohl, in dem Innovation und Kreativität geschätzt werden. Zu meinen Stärken gehören meine Sprachkenntnisse in Englisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch, Teamführung und Management. Runde Klammer Punkt 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 Runde Klammer. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Als wäre das noch nicht genug, wurde nun von Bild enthüllt, dass der 18-jährige Sohn von Dieter Bohlen für seine Karriere nun sogar nach New York gezogen ist. Dort soll Maurice bei der Zeitschrift Revista Gente arbeiten. Ein echter Karrierehammer in den USA. Thank you.